Hallo Pilzfreunde und herzlich willkommen zum vierten und letzten Teil aus der Reihe Pilze bestimmen. Pilze zu bestimmen geht nur über die spezifischen Merkmale. Es gibt keine allgemeinen Regeln, keine allgemeinen Merkmale oder irgendwelche Tricks und Kniffe, um jetzt vielleicht giftige von essbaren Pilzen zu unterscheiden. Alles, was da so herumgeistert, mitunter noch aus alten Zeiten, ich erinnere nur mal an den mitgekochten Silberlöffel und solche Sachen, das ist wirklich Unfug. Und wie gesagt, nochmal an dieser Stelle, man kann Pilze nur bestimmen, beschäftigt man sich mit ihnen, lernt man die Merkmale kennen und lernt auch das Bestimmen. Wir haben also in den letzten drei Videos gelernt, was die Voraussetzungen sind, um Pilze bestimmen zu können. Wir wissen also, es ist wichtig, dass wir alle Merkmale, die für die Bestimmung wichtig sind, erfassen. Das heißt, die Fruchtkörper müssen komplett entnommen werden. Ja, wir wissen, dass wir eine vernünftige, ordentliche Literatur brauchen, um Pilze überhaupt bestimmen zu können, um Merkmale überhaupt abgleichen zu können. Und eine dritte Sache ist natürlich, dass ich auch mit diesen Pilzbüchern umgehen kann, dass ich also die Fachbegriffe kenne, alles, was da an Merkmalen beschrieben wird, dass ich damit auch wirklich etwas anfangen kann. Alle diese drei Dinge habe ich in den drei letzten Videos erklärt und es ist ja so, dass das heutige Video auf diesen vorangegangenen Teilen aufbaut. Die Reihe versteht sich hier ganz klar als Hilfe zur Selbsthilfe. Also ich kann hier keine Bedienungsanleitung geben, wie man Pilze bestimmt, sondern nur Wege aufzeigen, wie man es macht, wie es möglich ist. Also diesen Weg kann ich euch vorzeigen, aber gehen müsst ihr diesen Weg eben selber. Ihr müsst euch mit den Pilzen beschäftigen, mit den Merkmalen, mit der Literatur, alles in der Praxis erproben, um dann im Laufe der Zeit Sicherheit zu gewinnen. Das Wissen entwickelt sich halt über einen längeren Zeitraum. Es bedarf da eben auch einiger Erfahrung. Das ist ja auch ganz wichtig beim Pilzebestimmen. Erfahrung ist ein ganz wichtiger Faktor. Wenn man sich zum Beispiel die Variabilität einiger Arten anschaut, dann ist es einfach eine Erfahrungssache, einen Pilz schon mal in verschiedenen Altersstadien gefunden zu haben, um so die Art wirklich besser einschätzen zu können. Ich bin gestern schon mal unterwegs gewesen, habe ein bisschen Frischmaterial gesammelt, um heute hier auch ein bisschen was zeigen zu können, um vielleicht auch am praktischen Beispiel vielleicht mal eine Bestimmung erklären zu können. Anfänger beim Pilzebestimmen nutzen eine, ich sag's mal, chaotische Bestimmungsmethode. Das sieht dann meistens so aus, dass sie sich den gefundenen Pilz nehmen, ihr Pilzbuch nehmen, das Buch durchblättern und einfach überall da anhalten, wo dann ein Pilz zu sehen ist, der ihrer Meinung nach dem gefundenen irgendwie ähnlich ist. Dann wird hoffentlich mit den Merkmalen verglichen und in manchen Fällen kommt man dann auch zu einer Bestimmung. Aber ihr könnt euch schon vorstellen, dass das eine Sache ist, die nicht besonders effektiv ist. Und ja, je kleiner und schmaler das Pilzbuch ist, ja, umso weniger erfolgversprechend das dann auch ist. Wenn man sich natürlich auf wenige Arten beschränkt, auf die Röhrlinge beispielsweise, die ja die beliebtesten Speisepilze sind, da kommt man mit dieser Methode ja noch zu Rande. Aber wenn man dann doch ein bisschen tiefer einsteigen will, wie gesagt, ist das eine sehr uneffektive Sache und ja auch eine recht unsichere Sache. Und wie gesagt, ich erkläre euch heute mal dazu, wie es aussieht, wenn ich die Pilze systematisch bestimme, also dagegen gegen das chaotische Bestimmen eine systematische Bestimmung setze. Was ist der Sinn von einer systematischen Bestimmung? Sinn und Zweck ist eigentlich, dass man schneller und präziser einfach ans Ziel kommt, im besten Falle eine bestimmte Art bestimmen kann. Man versucht also durch ein gewisses System die Menge an in Frage kommenden Arten einzugrenzen und das, wie gesagt, durch ein logisches System. Da gibt es verschiedene Systeme, die man da benutzen kann. Bekannt sind Bestimmungsschlüssel zum Beispiel, aber man kann auch andere Systeme nutzen. Viele Autoren sehen in ihren Büchern eigene Systeme vor. Man kann sich bei gewisser Erfahrung auch sein eigenes System zurechtlegen.
Wichtig ist immer, dass man also bei einer systematischen Bestimmung von allgemeinen Merkmalen sich vorarbeitet zu den speziellen Merkmalen dann der jeweiligen Art. Wie gesagt, das ist der Grundgedanke. Man schließt also immer wieder bestimmte Dinge aus über Merkmale, um dann, ich sag mal, den Kreis der Verdächtigen so weit einzuengen, dass man dann im Idealfalle bei einer Art landet und die dann sicher bestimmt hat. Noch etwas zu den Merkmalen an sich. Es gibt makroskopische und auch mikroskopische Merkmale. Für den größten Teil der Speisepilzsammler reichen die makroskopischen Merkmale völlig aus. Damit kommt man zurecht, um die wichtigsten Speise- und Giftpilze zu bestimmen. Bei einigen Arten und Gattungen kommt man allerdings um die Merkmale der Sporen nicht herum, also mikroskopische Merkmale. Dazu brauchst dann allerdings ein Mikroskop und viel, viel Zeit, wenn man sich damit beschäftigen will. Also werden wir uns heute hier in dem Video auf makroskopische Merkmale beschränken. Und ja, ich werde das anhand makroskopischer Merkmale dann auch erklären. Dazu kommt, dass ich selber auch kein Mikroskop habe. Also mir reicht das Bestimmen über makroskopische Merkmale in der Regel auch aus. Wenn ich denn mal in eine Sackgasse gerate, habe ich immer noch eine Möglichkeit, mich an einen befreundeten Pilzsachverständigen zu wenden. Der hat ein Mikroskop, der hilft mir dann eventuell weiter. Also das hat schon ein paar Mal so gut geklappt. Es ist ja auch so, dass mikroskopische Merkmale, wie gesagt, auch zur Absicherung dienen einer Bestimmung. Also da kann man sich dann ganz sicher sein, dass man auf dem richtigen Weg ist. Und manche Arten lassen sich makroskopisch gar nicht bestimmen. Aber wie gesagt, das ist für den Speisepilzsammler, auch den fortgeschrittenen Speisepilzsammler, also wirklich weniger von Bedeutung und wird in der Praxis auch keine Rolle spielen. Die Arbeit mit einem Bestimmungsschlüssel werde ich auf jeden Fall kurz anschneiden. Das ist aber eine Sache, die wird für viele von euch auch nicht so von Bedeutung sein. Also ein Bestimmungsschlüssel ist schon ein wichtiges Werkzeug. Also da kommt man bei vielen Gattungen sonst wirklich kaum zu einer ordentlichen Bestimmung. Also ich selber nutze den, sagen wir mal, 50-50 bei meinen Bestimmungen. Ansonsten gehe ich nach einem Ausschlussverfahren, was ich dann auch erklären werde. Wie gesagt, arbeiten mit einem Bestimmungsschlüssel ist eine wichtige und feine Sache. Da muss man sich aber gut mit beschäftigen. Man muss wirklich das lernen, wie es funktioniert. Und es ist natürlich auch so, dass viele von euch wahrscheinlich nicht unbedingt Literatur besitzen, die einen Bestimmungsschlüssel enthält. Das ist ja nicht selbstverständlich. Also man kann natürlich auch ohne Bestimmungsschlüssel die meisten und häufigsten Speise- und Giftpilze durchaus bestimmen, das ist kein Problem. Wie gesagt, wichtig ist halt eine systematische Bestimmung. Also hier nochmal ein paar Worte, wie so ein Bestimmungsschlüssel vom Prinzip her funktioniert. Also es werden Fragen gestellt, die ihr beantworten müsst, Fragen nach Merkmalen. Das geht also immer bei allgemeinen Merkmalen los. Man hat dann als Antwortmöglichkeit immer mindestens zwei Optionen. Die muss man richtig beantworten. Die Antwort führt dann praktisch zur nächsten Frage, nach den nächsten Merkmalen. Das wird dann immer spezieller. Wie gesagt, es gibt immer mindestens zwei Möglichkeiten, um die Frage zu beantworten. So geht es dann Schritt für Schritt weiter. Man landet dann im Idealfalle auch bei der richtigen Art. Ist wie gesagt eine Sache, die muss man wirklich lernen. Da muss man mit umgehen können. Das Prinzip dürfte soweit ja, denke ich, klar sein. Wer über einen Bestimmungsschlüssel in seiner Literatur verfügt, sollte das unbedingt mal ausprobieren. Ja, und dann mal schauen, ob ihm das liegt, ob er damit gut zurechtkommt. Dann ist das natürlich eine feine Sache, um damit zu arbeiten. Man kann Pilze auch systematisch bestimmen, praktisch in einem Ausschlussverfahren. Das ist das, was ich meistens mache, indem man sich auch wieder von allgemein zu speziellen Merkmalen vorarbeitet. Aber das mehr in einem Ausschlussverfahren, wo man also versucht, über die Familiengattung und so weiter, über Familiengattungsmerkmale zur Art zu kommen. Und das werde ich heute mal ein bisschen erklären. Einen prima Überblick über das Reich der Pilze, allerdings in vereinfachter Form, liefert diese Grafik.
Hier werde ich mal in der Videobeschreibung einen Link dazu reinstellen, wo man dieses Bild als Poster erwerben kann, beziehungsweise sich auch kostenlos downloaden kann. Also das ist, wie gesagt, eine wirklich vereinfachte Übersicht über das Reich der Pilze, aber für den ja, Speisepilzsammler mehr als ausreichend. Hier bekommt man also in einer grafischen Form einen sehr schönen Überblick. Ich finde das eine feine Sache. Also, um hier wirklich einen allgemeinen und ersten Überblick zu bekommen über die verschiedenen Gruppen der Pilze, ist das wirklich eine sehr schöne Sache. Es ist bei so einem systematischen Ausschlussverfahren nicht unbedingt festgelegt, wie man da genau vorgeht. Wie gesagt, wichtig ist nur, dass man von allgemein zu speziellen Merkmalen vorgeht. Also einige Autoren haben so ihr eigenes System kreiert. Also ich nehme hier mal diesen großen BLV-Pilzführer und hier sieht man also schon im Einband innen, dass die Pilze in verschiedene Gruppen eingeteilt sind. Hier hat man eben bestimmte Merkmale an diese Gruppen gelegt, nach denen man sich orientieren kann. Das wäre also hier in diesem Buch so der erste Schritt, den man tut, dass man sich also schaut, diese einzelnen Gruppen zu bestimmen und dann sind die hier farbig hinterlegt und man schaut dann im entsprechenden Teil im Buch nach. Der ist dann auch farbig markiert. Man sieht es also hier oben zum Beispiel in der Ecke und da kann man dann hier also in dieser Gruppe nachschauen und die Arten dann bestimmen. Das ist also ein System, was der Autor hier so angelegt hat. Das funktioniert recht gut. Wie gesagt, hier nach diesen Gruppen kann man gehen. Ja, eine andere Variante ist, so wie ich das meistens mache, ist eigentlich diese Übersicht, die ich gerade gezeigt habe, wo man also auch wieder von allgemein zu speziellen Merkmalen geht und hier einfach schaut, in welcher Familie, Gattung ich mich befinde. Dann ist es ganz gut, wenn ich eben zumindest die Merkmale der wichtigsten Familien und Gattungen kenne, um dann relativ schnell viele Sachen ausgrenzen zu können, um dann eben wirklich sicher und ja, relativ schnell zu einem Ergebnis zu kommen. Wenn man die Pilze jetzt hier so liegen sieht, da fällt einem schon auf, dass die Fruchtkörper doch recht unterschiedliche Formen und Ausprägungen haben können. Und das ist eigentlich auch immer so der erste Schritt, den man tut, dass man zuerst das allgemeine Erscheinungsbild des Pilzes beurteilt. Und hier kann man schon auch mit Hilfe dieser Übersicht, die ich gezeigt habe, einige Sachen abgrenzen und eingrenzen. Also was man hier auf der Übersicht sehr schön sieht, wir haben hier das Reich der Pilze, der Großpilze muss man sagen. Das umfasst also etwa 10.000 Arten hier in Mitteleuropa. Was hier in der Ecke so ein bisschen für sich steht, sind die Schleimpilze. Das sind ja keine echten Pilze. Da gibt es dann wirkliche Experten, die sich damit beschäftigen. Das wird also auch für die wenigsten von euch wirklich interessant sein. Was man dann sieht, was hier richtig auffällt, ganz links am Rand haben wir die Schlauchpilze oder Ascomyceten. Also darüber habe ich ja schon im letzten Video was erzählt. Da habe ich heute leider hier nichts dabei, habe nichts gefunden. Also das ist eine Gruppe, die man so als nächsten Schritt ausgrenzen und abgrenzen kann. Hier sind also sämtliche Morcheln und Lorcheln dabei. Hier sind auch alle Becherlinge enthalten. Das ist also eine Gruppe, die kann man so als nächsten Schritt abtrennen. Kann man einfach an der Fruchtkörperform erkennen. Also das sind eben wie gesagt eine Gruppe, die man also an dieser Stelle schon abgrenzen kann. Leider heute nichts dabei, hier kein Becherling gefunden. Aber wie gesagt, das wäre so einer der ersten Schritte. Die nächste Gruppe, die man auch abtrennen kann, das sind die sogenannten Bauchpilze. Das sind also Pilze, die die Sporen nicht an der Außenseite des Fruchtkörpers bilden, sondern im Inneren. Dafür habe ich jetzt allerdings auch ein Beispiel hier. Und zwar wäre das hier, ja, der Kartoffelbovis. Das ist also ein typischer Bauchpilz. Hier ist also die sporenbildende Schicht im Inneren. Deswegen heißt das Bauchpilz. Also diese Gruppe an Pilzen kann man auch schon abtrennen. Da weiß man schon, in welche Richtung man gehen muss. Also hier gehören dazu, wir schauen hier nochmal auf unsere Übersicht, hier gehören also Stäublinge im Bovis dazu, Erdsterne und auch Rutenpilze und Pilzblumen, wie zum Beispiel die bekannte Stinkmorchel. So, dann, wenn wir die beiden Sachen ausgegrenzt haben,
Dann bleiben uns hier die große Anzahl an Arten der Ständerpilze oder Basidiomyceten. Auch dazu habe ich ja im letzten Video was erzählt. Also hier befinden sich auch die meisten Speisepilze, muss man sagen, aber auch eben die sehr gefährlichen Giftpilze. Was man jetzt wieder als nächstes tun kann, ist also, wenn ich weiß, dass ich also einen Pilz vor mir habe, der hier kein Bauchpilz ist, kein Schlauchpilz ist, dann beurteile ich an dieser Stelle immer die sporenbildende Schicht. Das kann eben ganz unterschiedlich sein. Und wenn wir hier uns unsere Beispiele ansehen, da finden wir auch wieder mehrere Beispiele. Wir können das jetzt hier wirklich auch mal ein bisschen sortieren. Also unseren Kartoffelbewist, den haben wir jetzt schon mal ausgeklammert. Wir haben hier Pilze, die Lamellen an der Unterseite haben. Also da kommen hier eine ganze Menge zusammen, denke ich. Wir haben hier als Beispiel Röhrlinge. Ja, da haben wir hier eine Gruppe. Ja, hier ist noch einer, hier ist der nächste. Also hier schon die Unterscheidung erstmal, die Einteilung über die Fruchtschicht. Wir haben hier zum Beispiel wieder etwas anderes. Das ist der Semmelstoppelpilz, der hat also Stoppeln an der Unterseite. Ich tue mal hier ein bisschen beiseite. Was hier auch in die Gruppe gehört, hier haben wir den Ohrlöffelstacheling, der hat auch Stacheln an der Unterseite. Ja, an der Stelle was zu unseren Röhrlingen. Die sind ja nicht umsonst die beliebtesten Speisepilze, weil wir hier also keine gefährlichen Giftpilze haben bei den Röhrlingen. Also hier ist es für den Speisepilzsammler wichtig, dass er die giftigen Röhrlinge kennt, die giftigen und ungenießbaren, also beispielsweise den Satansröhrling, Wurzelner Bitterröhrling zum Beispiel, Schönfußröhrling oder den Gallenröhrling. Ansonsten ist das eine ungefährliche Gruppe an Pilzen. Hat man den Röhrling vor sich, ist es dann schon relativ sicher, dass man was Essbares hat. Wie gesagt, die giftigen, ungenießbaren sollte man kennen, damit man die ausschließen kann. Also für Speisezwecke ist man an der Stelle eigentlich schon ganz gut dran. Und man kann jetzt hier natürlich die einzelnen Gattungen noch bestimmen. Also wir haben zum Beispiel Dickröhrlinge, Filzröhrlinge, Schmierröhrlinge. Das kann man alles machen. Also der Pilzfreund, der sich also mit der Artbestimmung beschäftigt, möchte dann natürlich auch genau die Art herausfinden. Das ist für den Speisepilzsammler mitunter nicht ganz so wichtig. Also ob ich jetzt eine Marone mit einem Steinpilz verwechsel, ist prinzipiell ja nicht tragisch. Beide sind essbar. Aber wie gesagt, wenn man sich mit der Artbestimmung beschäftigt, möchte man natürlich so weit wie möglich gehen, am besten bis zur Art vordringen. Und dann kommt man wieder nicht um eine genaue Bestimmung herum. Anhand der Merkmale, wie ich schon gesagt habe, nimmt man sich sein Pilzbuch und bestimmt die Pilze dann anhand der Merkmale bis zur einzelnen Art. Neben Blätterpilzen und Röhrlingen gibt es auch noch andere Gruppen. Wir schauen hier mal wieder auf unser Blatt, was natürlich, wie gesagt, neben den Blätterpilzen Röhrlingen interessant ist, sind übrige Nicht-Blätterpilze. Also hier gehören zum Beispiel auch die Leistlinge dazu oder auch Porlinge. Hier habe ich auch ein Beispiel. Hier haben wir einen Birkenporling. Also das ist natürlich wieder eine Sache, hat weder Röhren noch Lamellen, sondern Poren und gehört hier in die Gruppe der übrigen Nicht-Blätterpilze. Wie gesagt, hier durch diese Übersicht bekommt man wirklich schon einen schönen Zugang zur Bestimmung und weiß dann, in welcher Richtung man dann weiter bestimmen kann. Wenn man Blätterpilze sicher bestimmen will, ist das schon oft ein bisschen knifflig. Hier ist es, denke ich, ganz wichtig, dass man zumindest die Gattungsmerkmale der wichtigsten Gattung kennt. Also hier haben wir zum Beispiel Knollenblätterpilze dabei. Ich lege die hier mal ein bisschen zusammen. Also in dem Fall habe ich hier den gelben Knollenblätterpilz gefunden. Also die Gattung der Knollenblätterpilze zu kennen, ist schon ganz wichtig. Hier gibt es also unsere gefährlichsten Giftpilze dabei, aber auch ein paar essbare, wie den Perlpilz zum Beispiel, gehört ja auch zu den Knollenblätterpilzen und Wulstling. Also das würde ich in jedem Fall empfehlen, hier die Gattungsmerkmale gut kennenzulernen. Interessant sind natürlich unsere Sprötblättler. Das sind die Täublinge
Und Milchlinge, da habe ich hier auch ein paar Sachen gefunden. Werde das mal hier ein bisschen sortieren. Also hier haben wir ein paar Täublinge, ohne jetzt genauer auf die Arten einzugehen. Hier habe ich einen Milchling. Ich hatte hier vorhin, ja, hier ist noch einer. Also das ist wieder eine Gruppe, die man bestimmen kann über bestimmte Merkmale, die man also so abgrenzen kann über das brüchige Fleisch, über die spröden Lamellen und auch sonstige Merkmale. Täublinge und Milchlinge haben zum Beispiel niemals eine Knolle, niemals eine Manschette und auch niemals irgendwelche Hüllreste auf den Hüten, weil die besitzen keine Teilhülle und keine Gesamthülle. Also diese Gruppe ist auch, die man also wirklich für sich sehr gut abgrenzen kann. Die sollte man, denke ich, kennenlernen. Wie gesagt, Knollenblätter, Pilze, Wulstlinge und auch die Verwandten sind interessant. In der nächsten Verwandtschaft stehen zum Beispiel die Scheidenstreiflinge. Da habe ich hier einen. Die sind also verwandt. Aber auch ja, die Champignons sind in der näheren Verwandtschaft und auch die Riesenschirmpilze zum Beispiel. Also diese Gattung sollte man kennenlernen. Was würde ich noch empfehlen? Auf jeden Fall sollte man sich vielleicht mit Ritterlingen beschäftigen. Da sind ja zumindest einige Speisepilze dabei. Ist für den Anfänger jetzt weniger geeignet, aber zumindest mit den Gattungsmerkmalen würde ich mich da schon beschäftigen, wenn ich ein bisschen tiefer einsteigen will. Ja, interessant bei den Blätterpilzen sind auf alle Fälle noch Pilze, die also zu den Gelbfüßen gehören, zu den Schnecklingen, zu den Ellerlingen. Da gibt es doch einige gute Speisepilze dabei. Da habe ich heute hier nichts dabei, aber das ist eine Sache, mit denen kann man sich auch gut beschäftigen. Das kann sich gut lohnen. Also, was ich eben damit sagen will, dass es wichtig ist, dass man wirklich ein bisschen einen Überblick bekommt. Wie gesagt, die Grafik, die ich hier euch verlinke, hilft euch sehr dabei. Und so kann man sich dann Stück für Stück weiter auf die Art zuarbeiten. Das ist in jedem Falle effektiver als diese chaotische Methode, im Buch zu blättern und einfach da den Finger reinzuhalten, wo ich denke, der Pilz sieht irgendwie ähnlich. Also, wie gesagt, vorher Stück für Stück Gattungsmerkmale abgehen und so eben den Kreis der Verdächtigen immer weiter einengen. Um jetzt hier mal zu erläutern, wie ich also bei Blätterpilzen vorginge, um von allgemein zu speziellen Merkmalen zu kommen, habe ich hier mal ein bisschen was vorbereitet. Also hier mal ganz stilisiert einen Pilz zu sehen, der sich also in Hut und Stiel gliedert. Das ist, wie gesagt, der erste Schritt, den ich tue. Ich habe die Fruchtkörperform erkannt, weiß also, ich nehme hier mal als Beispiel diesen gelben Knollenblätterpilz. Ich weiß also, der Pilz ist in Hut und Stiel gegliedert. Das ist also der erste Schritt, den ich tue, dann schaue ich mir die Fruchtschicht an. Besteht hier in dem Falle aus Lamellen oder aus Blättern. Ich weiß, ich bin also jetzt bei den Blätterpilzen und kann jetzt die nächsten Schritte gehen. Was ist also bei Blätterpilzen vor allen Dingen wichtig? Das ist vor allen Dingen der Lamellenansatz. Also ich zeichne das hier jetzt hier mal ein. Wenn ich freie Lamellen habe, die würden dann in etwa so aussehen. Die erreichen also den Stiel nicht, enden vor dem Stiel. Im Vergleich dazu, wenn ich Lamellen habe, die den Stiel erreichen, die würden dann so in der Art aussehen. Es gibt natürlich auch Lamellen, die laufen am Stiel herunter. Das kann dann so aussehen. Oder die laufen stärker herunter. Das könnte dann so aussehen. Ich habe hier auch ein Beispiel dabei. Das ist hier der keulenfüßige Trichterling. Und was ich hier sehr schön sehe, ist, dass die Lamellen wirklich ein Stück am Stiel herablaufen. Das ist hier bei dem gelben Knollenblätterpilz nicht der Fall. Also das ist ein Pilz mit freien Lamellen. Wir sind also jetzt hier bei diesem Merkmal. Dann ist als nächster Punkt immer wichtig, die Farbe der Lamellen zu beachten. Hier ist es so, dass es eigentlich auf die Farbe des Sporenpulvers mitunter ankommt. Das kann also ganz wichtig für eine Bestimmung sein. Hier ist es so, dass sich die Farbe der Lamellen immer aus der Eigenfarbe zusammensetzt und der Farbe des Sporenpulvers. Also das ist eine Sache, die kann man also
nicht immer so hundertprozentig einschätzen, vor allen Dingen bei jungen Exemplaren, die noch nicht in der Sporenreife sind. Hier kann man sich dann einen Sporenabdruck zum Beispiel anfertigen. Das ist eigentlich in jedem Pilzbuch erklärt, wie ich das mache. Das ist auch nicht weiter schwer. Da kann ich die Sporenfarbe dann ganz gut einschätzen. Aber bei so einem älteren Exemplar, wie ich das hier habe, sehe ich also, die Lamellen sind immer noch weiß. Also hier kann ich schon davon ausgehen, dass der weißes oder sehr helles Sporenpulver hat. Wie gesagt, bin ich jetzt an diesem Punkt angelangt. Hier kommen natürlich eine ganze Menge Arten in Frage, auf verschiedene Gattungen. Wenn ich jetzt aber an die nächsten Merkmale gehe, grenze ich also weiter ein. Ich würde mir jetzt also das nächste Bauteil, sag ich mal, des Pilzes anschauen. Das ist der Stiel und ja, vor allen Dingen die Stielbasis. Hier sieht man eben ganz deutlich eine Knolle. Und wenn ich mir die jetzt hier einzeichne, da habe ich schon das nächste Merkmal, um auf die Gattung der Knollenblätterpilze zu kommen. Wenn jetzt hier also auch noch diese Manschette dazukommt, die ich hier also sehr schön beobachten kann, ich zeichne die mal so ein, dann habe ich einfach mit den Merkmalen freie Lamellen, Manschette am Ring und der Knolle schon das weiter eingegrenzt. Wenn ich jetzt mir noch anschaue, dass es hier Hüllreste auf dem Hut gibt. Ich zeichne die mal so ein bisschen ein. Das ist ein Hinweis auf die Gesamthülle. Wenn ich also diese Merkmale zusammennehme, Gesamthülle, Teilhülle, Knolle und freie Lamellen, ist es schon ganz sicher, dass ich bei den Wulstlingen bin. So, wenn ich das soweit an dem Pilz bestimmt habe, kann ich also das entsprechende Kapitel in meinem Bestimmungsbuch aufschlagen zu den Knollenblätterpilzen und Wulstlingen. Und kann dann wirklich weitermachen über die Hutfarben und weitere andere spezielle Merkmale und kann die Art ganz genau bestimmen. In dem Falle fällt hier also sofort diese scharf abgesetzte Knolle auf. Ich würde das mal so einzeichnen. Ja, das ist schon ein schönes Merkmal für den gelben Knollenblätterpilz und natürlich diese Hutfarben. Wenn ich jetzt zum Beispiel beim grünen Knollenblätterpilz wäre, dann hätten wir hier keine oder nur ganz wenige Hüllreste auf dem Hut und wir hätten hier um die Knolle so eine lappige Hülle, die also die Gesamthülle gewesen ist und alle übrigen Merkmale mit auch der Manschette würden sich wieder mit den Gattungsmerkmalen der Knollenblätterpilze decken. Also das ist im Prinzip so der Weg, den man geht. Wenn ich jetzt mal ein weiteres Beispiel nehmen kann. Ich nehme hier wieder so ein Blatt und ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass ich hier einen Scheidenstreifling gefunden habe. Was hat der also für Merkmale? Die sind ja verwandt. Was mir sofort auffällt, der Scheidenstreifling hat hier also keine Manschette am Stiel, der hat auch keine Knolle, aber er hat hier am Stielende eine lappige Hauttasche. Also ich weiß, dieser Pilz verfügt über eine Gesamthülle. Wenn ich die Gesamthülle entferne, sehe ich auch, hier ist, naja, der ist jetzt halt ein bisschen zerfressen, aber ich sehe hier, dass sich am Stielende keine Knolle befindet. Was auch auffällt, sind die deutlichen Riefen am Hut. Die gehen also immer so etwa 2/3 des Hutes deutlich zu sehen. Wenn ich die jetzt so einzeichne, da habe ich an dieser Stelle schon die Gattungsmerkmale der Scheidenstreiflinge. Jetzt kann ich wieder im entsprechenden Kapitel im Buch nachschlagen und die genaue Art wieder anhand der Farben und anderer Merkmale bestimmen. Das ist also eine systematische Bestimmung, wo ich von allgemeinen Merkmalen immer spezieller werde. Und wie gesagt, hier ist es eben nützlich, wenn ich mich mit den Gattungsmerkmalen auskenne und so mich immer weiter vorarbeiten kann. Was ich hier natürlich vorhin vergessen habe, sind die Lamellen. Die wären natürlich als erstes gekommen, ganz klar. Also Scheidenstreiflinge haben natürlich auch freie Lamellen. So, ich werde noch ein bisschen was zu Täublingen und Milchlingen erzählen. Also hier habe ich wieder eine Gruppe vor mir, die sich relativ leicht von übrigen Pilzen abgrenzen lässt. Einfach wieder durch Merkmale. Einerseits das brüchige Fleisch, was ich zum Beispiel im Stiel immer sehr gut feststellen kann, und durch die spröden Lamellen, die also splittern, wenn ich dort mit dem Finger drüber gehe. Also, wenn ich diese beiden Merkmale nehme und dann noch darauf achte, dass wir also keine Teilhülle, keine Gesamthülle haben, dann bin ich ganz sicher bei Täuplingen und Milchlingen. Zwischen Täuplingen und Milchlingen kann ich dann wieder sehr gut unterscheiden. Milchlinge haben
wie der Name schon sagt, immer eine Milch. Die kann ich feststellen, indem ich den Pilz anschneide, anbreche. Dran tritt hier mehr oder weniger stark eine Milch aus. Hier ist es wieder ganz wichtig, auf die Farbe, Konsistenz zu achten, eventuelle Verfärbung, die die Milch annehmen kann. Und bei Täubling ist es so, dass die keine Milch enthalten. Und hier habe ich also dann schon diese beiden Gattungen schön abgegrenzt. Ich kann jetzt also hier an der Stelle weitermachen mit der Bestimmung. Ich brauche eben das Kapitel Aufschlagen der Milchlinge oder der Täublinge und kann dann dort eben über weitere Merkmale dann zur Art kommen. Ja, es gibt auch Pilze, die sind schon durch ihre Fruchtkörperform so einmalig gekennzeichnet, dass ich hier sehr, sehr schnell zu einer Bestimmung komme. Ich habe jetzt hier eine kleine krause Glucke vor mir und die ist einfach so typisch in ihrer Form, dass ich diesen Pilz sofort auf Anhieb bestimmen kann. Also wer diesen Pilz einmal gesehen hat, der prägt den sich sofort ein. Also der ist wirklich unverwechselbar. Ich habe natürlich auch schon Anfänger erlebt, die haben einen Korallenpilz gefunden und dann gefragt, ob das eine krause Glucke ist. Also das ist natürlich eine Sache, wenn ich meine Augen aufmache, ein bisschen hinschaue, sehe ich natürlich sofort den Unterschied. Das ist natürlich wieder eine Erfahrungssache. Wie gesagt, einmal gesehen diesen Pilz, sich die Merkmale angeschaut, eingeprägt, dann ist der wirklich unverwechselbar. Ja, auch solche Sachen gibt, da ist man wirklich sehr, sehr schnell bei einer Bestimmung. Ja, wie gesagt, aber das ist eher die Ausnahme. Bestimmungen sind in der Regel doch ein ganzes bisschen mühseliger. Es gibt auch eine ganze Menge Gattungen, von denen würde ich als Anfänger und als Speisepilzsammler komplett die Finger lassen. Da haben wir hier ein Beispiel vor uns. Das ist also ein Haarschleierling. Das ist eine Gattung, wie gesagt, da gibt es nur ganz, ganz wenige Speisepilze. Die meisten Arten sind dort giftig und ungenießbar. Da sind auch sehr gefährliche Giftpilze dabei. Hier haben wir ein Exemplar, was ist komplett aufgeschirmt. Ich sehe hier aber sofort, wir haben dunkle Lamellen. Also hier vermute ich einen Dunkelsporer, was wie gesagt ein Gattungsmerkmal wäre für die Haarschleierlinge. Und hier am Stiel sieht man noch so einen Rest von dem Haarschleier, der ursprünglich eine Teilhülle war, die die Lamellen geschützt hat. Das ist hier nur noch ganz schwach zu sehen. Das ist ja auch so typisch, dass man kaum noch was davon erkennt. Aber was man hier sieht in diesen feinen Fasern, die hier gerade noch da sind, hat sich das braune Sporenpulver verfangen und so ergibt sich hier so eine bräunliche Zone. Also wie gesagt, das ist hier eine Art aus der Gattung Cortinarius, kann ich jetzt auf Anhieb nicht bestimmen. Das wäre eine Sache, die müsste ich mir zu Hause dann nochmal genauer anschauen. Aber wie gesagt, das ist eine Gattung, von der die Finger lassen. Da gibt es noch ein paar Gattungen, die für Speisepilzsammler uninteressant sind. Also zum Beispiel die Risspilze. Da gibt es also wirklich fast ausschließlich giftige und ungenießbare Arten. Ja, dann solche Sachen wie Felblinge zum Beispiel. Wie gesagt, Ritterlinge sind auch mit Vorsicht zu genießen. Da gibt es also nicht allzu viel essbare Arten. Die sind auch recht schwer zu bestimmen. Wie gesagt, ja, als Anfänger einschränken, das ist eigentlich der richtige Weg. Anfangs Röhrlinge sammeln, die lassen sich noch relativ leicht bestimmen und vor allen Dingen sind keine gefährlichen Giftpilze dabei. Ich habe jetzt hier nochmal zwei Vertreter einer Gattung vor mir, aber zwei unterschiedliche Arten. Einige von euch werden den sicherlich erkennen. Das ist also der gelbe Knollenblätterpilz von vorhin. Das hier ist ein Perlpilz. Und wenn wir uns hier mal die Gattungsmerkmale anschauen, da sehen wir natürlich Übereinstimmung. Also wir haben natürlich wieder freie Lamellen, wir haben einen Hellsporer vor uns, wir haben Reste der Gesamthülle auf dem Hut, wir haben eine Manschette am Stiel und wir haben eine Knolle. Das sind also die allgemeinen Gattungsmerkmale, die wir hier wieder also bei beiden Arten finden. Und dann gibt es natürlich wieder die Unterschiede, die uns hier die einzelne Art erkennen lassen. Also alleine schon von den Farben sehen wir hier einen Unterschied. Aber wir wissen jetzt hier an dieser Stelle schon, in welcher Richtung wir schauen müssen, um dann weiterzukommen, um die Art dann genau bestimmen zu können. So, um hier nochmal ein Beispiel zu geben, wie wichtig ja, das Substrat sein kann, auf dem ein Pilz wächst. Hier mal ein Beispiel, das ist der Ohrlöffelstacheling. Ist natürlich auch sonst ein markanter Pilz, der unverwechselbar ist.
aber der wächst eben ausschließlich auf Kiefernzapfen. Und hier habe ich den extra mal so entnommen, dass man das sieht, das Substrat sieht. Also das habe ich ja schon mal in vorhergehenden Videos erwähnt, dass das also für die Bestimmung ganz, ganz wichtig sein kann, zu wissen, auf welchem Substrat ein Pilz vorkommt. Also hier, wie gesagt, einfach mal ein Beispiel dafür. So, Pilzfreunde, ich hoffe, das Video oder die Videoreihe hat euch ein bisschen geholfen, wenn es darum geht, in die systematische Bestimmung von Pilzen einzusteigen. Ja, es ist natürlich schwierig, in so komprimierter Form so viel wie möglich an Wissen unterzubringen. Man könnte hier natürlich auch stundenlang erzählen und das auch mit Beispielen belegen. Aber wie gesagt, der Sinn von der Reihe sollte sein, euch hier mal ein bisschen eine Grundlage zu geben. Einfach ein bisschen Grundwissen. Mehr kann ich hier auch wirklich nicht tun. Also jetzt liegt es an euch. Beschäftigt euch mit den Pilzen, mit eurer Literatur. Geht einfach ein bisschen diesen Weg, den ich euch hier vorgeschlagen habe. Versucht, Pilze systematisch zu bestimmen. Und es ist einfach auch eine Erfahrungssache. Im Laufe der Jahre eignet man sich einfach immer mehr Erfahrung an. Man sieht immer mehr in der Praxis. Und so soll es ja auch sein. Damit bekommt man dann auch Sicherheit. Und so kommt man immer sicherer, zielgerichteter auch zu einer Bestimmung. Also wie gesagt, jetzt ist die Reihe damit beendet. Ich hoffe, ihr hattet da ein bisschen Spaß bei der Sache. Es hilft vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen weiter. Ansonsten könnt ihr natürlich hier in den Kommentaren immer noch Fragen stellen. Und soweit mir das mit meinem begrenzten Wissen möglich ist, werde ich auch versuchen, diese zu beantworten. Ansonsten, wie gesagt, die Reihe jetzt ist beendet. Ich werde mich an dieser Stelle wieder verabschieden und vielleicht sehen wir uns dann in meinem nächsten Video wieder. Tschüss!